Achtung, ihr werdet das nicht glauben. Bilder sind eh da, dann kannst du es auch weiterführen. Dass sie es am Ende nicht bereut, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Und? Meine Männer sind so eklig. Versprochen, hier geht's gleich richtig ab. Aber was dann am Ende auch noch passiert, unfassbar. Das ist Folge 9 von Temptation Island. Letztes Mal. Wenn ich mal ohne Mikro reden könnte, verarscht mich nicht, okay? Ja, kann man das hier dämmen? Also Shimon und Sarah sind es die kleinen Dinge. Erstmal ein kurzer Rückblick. Charlene wird von ihrem selbstverliebten Typen enttäuscht und wirft sich dann direkt dem nächsten selbstverliebten Typen an den Hals. Adrian spricht ja, sehr, sehr, sehr lange über seine Qualitäten im Schlafzimmer. Und dass genau in dem Moment jemand über kleine Dinge spricht, es ist einfach ziemlich unglücklich geschnitten. Adrian, hol dir den Stuhl. Oh, yes, das. Komm, Männer, setzt euch hin. Baby, that's that thing. Egal, verkackt halt, ne? Aber das sieht sehr klein aus. Weil das bei solchen Bildern immer wieder gefragt wird. Nee, das ist nicht die Aftershow-Party von Let's Dance. Aber ich darf an dieser Stelle über einen neuen Service der Krankenkassen informieren. Wer von dieser Szene hier einen Screenshot vorlegen kann, bekommt die Therapie automatisch genehmigt. Super spannend wäre es natürlich auch zu wissen, was liegt als erstes in der Post? Die Enterbung von Papa Thorsten Legert oder doch die Einladung für die Magic Mike Cover Show in der Ladies Night im Pascha? Jetzt geht's los. Ja, das war heute mein erster Lapdance. Okay, so, die kriegt den Lapdance von mir und nicht von irgendeinem anderen Vogel da drin. Mein Gott. Sagst du auch noch was? Ich frage mich einfach nur, was machst du mit dir, wenn das alles hier vorbei ist? Was wünschst du dir denn? Die Eich anzubeten und natürlich Yahweh, JHWH. Stefan, manchmal wird da nichts zu sagen. Entschuldige, ne? Dann hast du dich gerade gesagt, manchmal braucht man gar nichts sagen? Wenn ich sowieso immer weiter anfasse und man diese Berührungen immer öfters können, kommen, dass ich schon innerlich brodel, ja, dass ich schon diese Lust empfinde und das sollte sie einfach wissen. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Das war Mikas erste Lapdance außerhalb von Familienfeiern. Und ganz ehrlich, es fällt schon auf, Sarah spielte wirklich richtig gerne mit dem Feuer. Nein, ich meine jetzt nicht diese Tanzeinlagen, aber... Sagst du auch noch was? Zu Antonino zu sagen, das ist wirklich unnötig riskant. Und ihr seht das doch auch, oder? Wenn er mit Sarah spricht, macht er so unglaublich große und sehr verliebte Dackelaugen. Genau wie Calvin Klein dem Clubangestellten, der als Promo-Aktion gratis Kondome verteilt. Im Großen und Ganzen, du bist für mich halt wirklich die größte Verführung hier, ne? Ich mag das voll, wenn du so ein Arsch bist. Weil ich weiß auch, dass du anders kannst. Weißt du, ich meine so? Diese gewisse süße Seite, ja. Eigentlich zeige ich die echt nur bei meiner Freundin. Aber bei dir kann ich auch so ein bisschen dieses Liebe und Nette auch zeigen mal halt, ne? Weil ich mag halt diese etwas arroganten Frauen, diese selbstbewussten Frauen. Ich finde das halt extrem geil. Dieses einfach und dabei halt dieses Coole und dieses Süße halt. Da habe ich auch diesen Beschützerinstinkt, weißt du? Ja. Ich mag das voll, wenn du so ein Arsch bist. Ich, wenn ich in der Bratwurstbude drankomme, obwohl noch Leute vor mir in der Schlange stehen. Also etwas Süßes und etwas Cooles, was den Jagdinstinkt bei ihm weckt. Das ist auch aus wissenschaftlicher Perspektive total interessant, dass Syria das bei ihm auslöst. Das war sonst nämlich immer nur ein kühles Landbier. Und das ist halt aber auch gerade dieser Test, dass man halt für sich selber auch mal wirklich bis an die Grenzen geht. Und das ist halt auch gerade das, was ich bei uns beiden denke. Wenn wir das hier bestehen, dann wird uns nichts mehr auffallen. Und dann kann ich wirklich sagen, diese Frau, die kriegt bald ihren Ring. Das kann ich auf jeden Fall dann sagen. Ah, einfach ein unverbesserlicher Romantiker, unser Nico. Welche Frau träumt denn bitte nicht davon, mit einem Antrag belohnt zu werden, dass sie es ertragen hat, 2 Wochen lang ihrem Typen dabei zuzugucken, wie er sich an anderen Frauen gerieben hat. Eieiei. Naja, also jedenfalls bei diesem Grinsen hier, da bekommt ein Ring, um sie zu knechten, aus Herr der Ringe nochmal eine komplett andere Bedeutung. Ich bin mir zu 100% sicher, so, sagen wir so, zu 99% sagen wir, ja. Aber ich will erst mal gucken, wie das Ganze noch weitergeht. Aber ich bin zu mehr als bereit. Und ich will erst mal noch ein bisschen gucken. Was ich meine? Oh nein, ich kann das doch nicht. Mach doch mal was mit Schminken oder so. Ich bin mir sicher, aber ich will gucken. Ist schon so das, was ich will. Weiß ich nicht, ob ihr das nur aus Jobgründen macht. Du schläfst unten, ne? Willst du dich unten schlafen? Ja. Du musst ja ein bisschen gerecht bleiben, darfst du hochkommen. Darf ich? Echt? Bilder sind eh da, dann kannst du
kannst du so weiterführen. Ne? Bin mir sicher, aber ich will gucken, wenn der Kassierer fragt, ob es bei den 20 Packungen Toffifee White bleiben soll. Wir machen hier gleich weiter. Lasst aber jetzt einfach schon mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr keinen Trash mehr. So, weiter geht's. Ich bin dieser You Have in dieser Villa. Also finde ich, vielleicht bin ich um meine Beziehung zu testen nicht, um aufzufallen. Übertreib nicht deine Rolle und denk einfach daran, das sehen halt andere Menschen. Celia! Ja? Gehen wir kuscheln? Ja. Okay. Ich bin so ein bisschen enttäuscht von RTL. Normalerweise kommt an so einer Stelle ja eine Werbeunterbrechung und die Möglichkeit, 5.000 Euro zu gewinnen. Und die Frage wäre komplett einfach gewesen. Was muss Nico mehr gucken? A. Ob Adrian in der Schüssel mit Kondom noch eins übrig gelassen hat? Oder B. RTL direkt mit Jan Hofer? Oh, da hatte Adam also eine dunkle Prophezeiung, zu was Nico wirklich in der Lage ist. Auch wenn es ehrenwert ist von Adam, aber den Nico vom Fremdgehen abzuhalten, ist wie eine Salmonelleninfektion nach einem KFC-Besuch. Nur eine Frage der Zeit und nicht aufzuhalten. Ich bin im Reinen mit mir. Ich hab mich unter Kontrolle. Ich gehe nicht zu weit, weil ich will im Endeffekt hier positiv rausgehen. Was ist hier los, ey? Was? Gibt's doch nicht, oder? Ich hätte bei der Vorschau meinen Hintern drauf verwettet, dass es nicht Nico ist. Wow. Ich habe mir die Szene hier einige Male angeguckt und auch sehr auf die Geräusche geachtet und ich weiß jetzt genau, was hier passiert ist. Nico hat sich von einem tropfenden Wasserhahn gestört gefühlt, dann haben Siria und er an genau dem Hahn gedreht, was ziemlich anstrengend war. Das ist nicht wahr. So, Leute, es ist soweit. Ab sofort ist nicht mehr Adrian hier der allerschlimmste Typ in der Villa. Ja, er sagt sich natürlich, hey, immerhin ein erster Platz, auch wenn es ein trauriger ist. Kennt Annemarie Eifeld ja von Wettbewerben, wenn sich Kinder selber schminken dürfen. Ich bin mal gespannt, was heute noch auf uns so zukommt. Mir geht es sehr, sehr gut. Hat sie bei dir gepennt heute? Ja. Aber so auf entspannte Basis, auch mit zur Mauer und so. Schlau ist er nicht, er hat kein Gehirn. Also alles rein. Oder mach, wie du willst. Ja, aber so oft. Weißt du. Und da hat Sarah was mit Siria gemeinsam. Die war ja auch gespannt, was auf sie zukommt, wobei sie sicher schon eine Ahnung hatte. Ey, und dieses mit Mauer und so, sorry, aber das war wirklich halbherziger und schlechter gelogen als der Satz, danke für ihren Anruf. Haben einfach geredet und voll gechillt so. Nico und ich hatten... Er hat mich halt ins Ohr geflüstert, dass ich das nicht rumerzählen darf. Und ich meinte dann so zu ihm, nee, du kannst mir vertrauen, ich werde nichts sagen, weil das behalte ich wirklich für mich. Zwinker, zwinker. Hat er auch mit neben dir gepennt? Krank, Alter, Leute. Ja, selbstverständlich erzählt man sowas nicht einfach rum. Siria ist Profi genug, um zu wissen, dass man solche Dinge erst sagt, wenn die Kandidatinnen für Promi Big Brother gesucht werden. Also, ihre Geheimhaltung versprechen und dann einfach direkt vor der Kamera auspacken. Siria hat natürlich direkt ein Jobangebot von Günther Wallraff bekommen. Natürlich, ne, bei ihrer Gabe, die wirklich ekligsten Dinge aufzudecken. Hat er die ganze Zeit eine Dauerlatte, ne? Oh, ey. Ich schwöre, Männer sind so eklig. Aber bist du fein damit? So von den Bildern her und so? Entspannt, also. Ja, es kommt vielleicht doof rüber, aber ich fand's jetzt nicht so schlimm. Das liebe ich sehr an Temptation Island, wenn die Verführerinnen unter sich sind oder auch in Interviews einfach genau das sagen, was sie wirklich über die Kerle denken. Herrlich. Ey, sorry Nico, aber ganz ehrlich, wer glaubt, dass diese Bilder nur dumm oder doof rüberkommen, der bezeichnet auch Robert Habecks Ministerium als ein
gut geführtes Familienunternehmen. Sag mal, hackt's oder was? Ich habe jetzt insgesamt die dritte Nacht mit der Charlene verbracht. Kuscheln und so weiter ist normal geworden. Ich sag mal, das ist ja der Grundstein für den Rest dann, ne? Ja, ich würde halt ganz gerne jetzt noch mal neue Bilder sehen, weil mich es interessiert, aber vielleicht irgendwann mal Reue zeigt. Kann man nicht erklären, das ist einfach Macho-Gehabe. Ja. Das ist halt Wut, Trauer, Enttäuschung. Du hast echt was Besseres verdient, wirklich. Ich habe Angst, dass er das dreht und wendet, dass er so sagt, so, ich habe gesehen, du hast dich da direkt jemanden so... Nein, du musst stark sein. Das habe ich dir auch schon gesagt. Drei Nächte mit Charlene, okay. Also das hat bei Adrian damals ja gerade so dafür ausgereicht, dass er Charlene erklären konnte, wie toll er sein Schlüsselbein findet. Wut, Trauer, Enttäuschung. Mit genau diesen Worten markiere ich immer das Ende einer Bachelor-Staffel im Kalender. Ey, aber ganz ehrlich, was ist mit Charlene los? Was braucht sie noch? Sie klammert sich einfach so verzweifelt an ihre Hoffnung auf Reue bei Adrian, wie die CSU im Wahlkampf an Stammtischdiskussionen. Die haben mich gefragt, wie wir geschlafen haben. Nö, also ich sag, wir haben gut geschlafen. Also. Nee, ich mein... Ach, wie geschlafen? Ja. Das ist ihm scheißegal, was passiert ist. Ja, du bist so gefährlich und so cool, ehrlich. Ich habe das Gefühl, er hat überhaupt kein schlechtes Gewissen. Null. Ist halt so. Die Freundin muss Bescheid wissen, dass er sie definitiv betrogen hat mit mir. Ich meine, sicher hat Nico kein schlechtes Gewissen, aber wozu jetzt bitte damit anfangen, das aufzuzählen, was Nico nicht hat? Das gilt ja augenscheinlich auch für Niveau, Anstand, Moral, Würde, irgendein Talent. Und ganz ehrlich, so abgebrüht, wie Nico hier gerade grinst, könnte man den Eindruck gewinnen, dass er so eine Tour nicht zum ersten Mal fährt. Ich meine, warum auch? An so miese Touren sind noch nicht mal Pauschaltouristen im Robinson-Club gewöhnt. Ganz zum Leid von Adrian muss Justina krankheitsbedingt das Beziehungsexperiment Temptation Island vorzeitig beenden. Es trifft immer die Falschen, warum kann ich eine andere hier weggehen, weißt du, ich meine? Bin ich sehr traurig, sage ich mal, also ich finde das schon sehr schade. So, ich habe hier auch gesagt, wie sie mich erreichen kann und so. Sie kann sich ja melden und so, dann kann man mal drüber reden. Dementsprechend mal gucken. Ach Mensch, der arme Adrian. Zuletzt war er so traurig, als sein Spiegel beschlagen war und er dachte, er wäre kaputt. Aber immerhin gibt es ja Möglichkeiten, ihn schnell zu trösten. Ich meine, er sieht ja auch die andere Frau in seinem Leben bald wieder. Also Melissa. Ach, jetzt aber, wo die geile Mausi-Maus weg ist, muss er sich eine andere Person suchen, die ihn bedingungslos anhimmelt. Verstandloses Anhimmeln einer hocheitlen Person oder wie es auch heißt, eine ausverkaufte Tour von Luke Mockridge. Willst du den Bizeps? Ja. Können vernünftige und tiefgründige Gespräche führen. Aber genauso können wir auch wie kleine Kinder sein und lachen. Also wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du hast ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen, was von beiden würdest du wählen? Safe den Körper. Ich auch. Sie hat noch sehr alte Werte. Das freut mich, weil ich eigentlich so die Hoffnung schon fast aufgegeben habe. Manchmal, wenn ich so durch die Gesellschaft schaue. Wenn du morgen mit einer neuen Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Teleportieren. Ich auch gesagt. Ja, siehst du? Klar, aber was soll Antonino bitte auch mit dem Geist eines 30-Jährigen anfangen? Er will doch noch nicht mal in die 8. Klasse. Achso, und die Fähigkeit des Teleportierens, die wird sich die Familie Legert garantiert auch bald wünschen. Also zumindest, wenn sie diese Duschszenen von Nico gesehen hat. Nico wird fremdgehen. Der Tanz gehört zu uns. Wartet ab, das wird einfach eine geile Party. Ich brauche diese Partys und alles drum und dran. Also ich habe mich schon so ein bisschen auch zurückgezogen wegen meiner Beziehung, weil Sarah war nicht so erfreut. Kann ich irgendwie nicht verstehen. Weil sie weiß, wie ich eigentlich auch ein bisschen bin. Wenn wir hier rausgehen, das werde ich auch klipp und klar sagen. Viele Frauen begehren mich ja schon auf einer gewissen Art und Weise. Aber so seit 3 Tagen ist halt wirklich für mich Sierra die Nummer 1. Grund Nummer 4768. Warum ich keine Kreuzfahrt machen möchte. Ja bitte Leute, aber Nico hat doch Temptation Island jetzt wirklich dafür genutzt, um zu zeigen, dass er treu und loyal sein kann. Schon seit unglaublichen 3 Tagen ist Siri ja seine Nummer 1. Mittlerweile ist die Party auf jeden Fall sehr hemmungslos und die Frauen sind auf jeden Fall sehr, sehr bereit, Lapdances zu verteilen. Ich muss mich natürlich auch sehr, sehr testen hier. Der Mann kann absolut ein Lapdance abliefern. Das war richtig geil. Ich bin schockiert. Ich
weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, einerseits freut es mich ja, weil er gefällt mir ja auch. Es hat passiert. Was willst du machen? Das ist so ein kranker Abend. Ich weiß nicht. Temptation Island ist auf jeden Fall immer wieder für eine Überraschung gut. Ganz ehrlich, wer hätte gedacht, nachdem wir Adrian kennengelernt haben, dass es hier jemanden gibt, der sich noch schlimmer verhält. Moment, er glaubt, dass er hier als Single rausgeht? Oh, der feine Herr ist sich da also nicht so ganz sicher. Das ist so, als würde man sagen, ich glaube, Louis sollte mal lieber zu einem richtigen Friseur anstatt zum Hundefriseur. Ein sehr wildes Kostüm, ne? Ich bin auch sehr, sehr vorsichtig und ich behüte sie auch, weil sie hat einfach ein reines Herz. Guck mal, das ist so, mit jedem starken Mann, eine starke Frau. Willst du was sagen? Guck mal her. Ich will so gerne tanzen, das weißt du gar nicht, gell? Das wird nämlich teuer. Das liegt in den Sternen, ob wir uns danach noch treffen. Ja, oder? Sie genießt das richtig. Ich denke, wir sind nicht so tiefgründig wie ich und Sarah. Also ich und Sarah, wir besprechen ganz andere Themen und wir haben einen ganz anderen Kopf und eine ganz andere Sicht. Ich dachte, das wäre wieder so eine Cringe-Date-Idee vom Bachelor. Aber nein, man hat hier einfach offenbar beschlossen, die sollen mal die Partykleidung von Prince Charming recyceln, wenn das ZDF Game of Thrones gedreht hätte. Also, dass Antonino eine andere Sicht auf Sarah hat, das glaubt man gern. Wahrscheinlich bei dem Dauerpegel eine doppelte. Weißt du, ich gönn ihr das mehr als mir so, ne? Bei ganz vielen Situationen, wo ich mir denke, boah, scheiße, ne? Nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber eigentlich muss ich ja kein schlechtes Gewissen haben. Ich hab dich lieb, Sarah. Was wird wohl passieren, wenn Nico diese Bilder sieht? Wobei, er wird sich wahrscheinlich einfach nur fragen, wer diese blonde Frau da ist. Und die gute Nachricht ist auf jeden Fall, bei Charlene bleibt ein Rest Verstand übrig und sie fällt nicht komplett auf Mika rein. Der letzte Funken Hoffnung auf guten Geschmack, oder wie ich sage, die drei einzigen Cashewnüsse im Studentenfutter. Ja, ich will. Krass. Bei Sarah hätte ich nicht gedacht. Also klar, Nico ist ein so. Nico lag immer noch weit weg von seiner Verführerin. Aber die lagen halt auseinander und die liegen ja, sind ja kurz davor, sich zu küssen. Habe ich irgendwie auch so ein bisschen Bedenken, dass sie es vielleicht am Ende nicht bereut, hoffentlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie Nico bricht ab, ne? Wenn er das sieht. So, sag's mal, was um Himmels Willen sind das bitte für Geräusche im Hintergrund? Klingt ja wie die Tonprobe vor einem Konzert von Giovanni Zarella. Naja, also Tatum und Lorraine schätzen den Beziehungsstatus von Nico und Sarah ungefähr genauso gut ein wie Till Schweiger seine Schauspielskills. Also bevor wir schlafen, hier muss ich noch duschen, ne? Du machst dir Sachen mit mir, Fräulein. Dem am liebsten noch eine reingerutscht, wo ist sie? Ja, ist so. Was ist denn los? Freut mich zu hören. Was soll ich sagen? Also es ist, gibt Schlimmeres. Nico und ich hatten gestern Abend wieder im Bad. Knickknack. Also mal Klartext. Ne? Wir wissen natürlich alle, dass RTL die Teilnehmer für diese Shows jetzt nicht unbedingt am Haupteingang der Fakultät für Geisteswissenschaften rekrutiert. Aber wie blöd muss man bitte sein, um zu glauben, dass das super unauffällig ist, was der da treibt? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich nicht ein einziges Mal, seit ich diese Folge hier gucke. Und bei seiner Dreistigkeit wird er am Ende einfach noch sagen, ja, Syria hat ihm ja einfach nur dabei geholfen, den Hochzeitsring für seine Sarah auszusuchen. Und im Bad ist das Licht ja viel besser. Das ist so unser Insider geworden. Ich brauche eine heiße Dusche, bedeutet, ich will knickknack mit dir. Ja, das Bad ist so unser Rückzugsort, würde ich jetzt mal sagen. Er meinte auch zu mir, dass er zu 100% hinter dem steht, was er macht und tut. Das ist wirklich ein richtig gut ausgewähltes Codewort hier mit der heißen Dusche. Wenn er zum Beispiel sagen würde, ich will mal ganz kurz in die Bibliothek zum Schmökern, dann wäre das ziemlich auffällig. Also, wow, was ein gerissener Insider-Spruch. Kommt man nie drauf. Ich sag's mal so,
Bei dem Geheimhaltungstalent könnte er wirklich problemlos beim Verfassungsschutz als V-Mann anfangen. Also ich wache jeden Morgen auf und denke mir, oh scheiße, da liegt gar nicht Adrian, das ist Mika. Mir ist das unangenehm. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, was ich mache. Ich schmeiß eine Beziehung weg und treffe mich in die Arme von einem anderen Typen an. Okay. Mensch, Schatz, du hast uns. Wenn du brauchst nicht bei ihm schlafen, du kannst mit uns kommen. Wir knullen genauso mit dir. Dann denkst du dir, ach, scheiß einfach drauf, ne? Ist scheinbar, finde ich auch andere Leute gut. Nee, Charlene, das ist natürlich nicht Adrian, der neben dir liegt. Sonst könntest du hier auch nicht mehr rumliegen, sondern müsstest ihm einen Kakao machen und ein, ja, fröhliches Gesicht mit Nutella auf eine Scheibe Toastbrot klecksen. Und bei allem Spaß, den wir hier so haben, ich wünsche mir für Charlene wirklich, dass sie genau dabei bleibt. Aus Kummer in die nächstbesten Arme treiben zu lassen, das klappt selten. Glaube mir, ich musste auch schmerzlich erfahren, dass Nudeln mit Pesto nicht immer die Lösung sein kann. Melissa ist mit Abstand die schönste jetzt auf jeden Fall hier. Du bist eine Granate. Also mit Justine habe ich mich ja super mega gut verstanden. Aber man muss Melissa lassen, sie ist halt die Nummer 1 in der Villa. Sie ist die heißeste Frau und das bleibt sie auch. Wenn ich so Charlene niemals kennengelernt hätte, sag ich mal so. Hätte ich mir dem jetzt safe was vorstellen können. Safe. Ich wäre auch dein Treuer und so, weißt du? Deswegen kannst du eigentlich ganz glücklich schätzen, dass ich das sage, weil ich bin der heißeste Typ hier, dass ich mit ihr so viel Zeit verbringe. Ja, auf jeden Fall jetzt wieder back im Game, ne? Ich würde sagen, jetzt kann ich genauso weitermachen. Also glaubst du, ich bin gut im Ich glaube, du auch. Dankeschön. Mal schauen, was die Tage passiert. Aber natürlich ist Adrian sehr gut im Schlafzimmer. Am besten ist er übrigens, wenn er alleine schläft und sich selbst im Spiegel unter der Decke betrachtet. Wenn wir irgendwie was Positives in dieser ganzen Nico-Geschichte sehen wollen, dann gibt es eigentlich nur eines. Adrians selbstverliebtes Gelaber hat heute circa nur ein Drittel der Sendung eingenommen und wir mussten ihn nicht länger ertragen. So ein kleines Auge habe ich schon irgendwie auf sie geworfen. Sie hat was auf jeden Fall und freue mich schon, falls du mich mal. Ich auch. Dann bedeutet das einfach, ab ins Zimmer, ich will mit dir. Ich muss auf jeden Fall sagen, mir geht's echt gut. Ich habe ohne Scheiße, ich habe eine Seite von mir hier kennengelernt. Das ist krass, das ist, wie ich eigentlich sein sollte. Mal ein bisschen weniger Gedanken machen wegen so vielen Sachen. Ich glaube, dass es genau so wird, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe schon so ein sehr, sehr schlechtes Gewissen Sarah gegenüber. Aber ich habe für mich jetzt gelernt, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und dass ich halt immer an erster Stelle stehe. Und das werde ich auf jeden Fall nach Temptation ausleben auch. Nur noch mal zur Erinnerung. Es ist gerade mal ein paar Minuten in dieser Folge her, dass Nico Sarah einen Heiratsantrag machen wollte. Ey, und jetzt formuliert er dieses ja, kackendreiste Fremdgehen als eine Art Reise zu sich selbst. Als nächstes schließen sich hier unser Spiritus Spiritueller mit dem ja, pseudo-intellektuellen Louis zusammen und beide eröffnen ein South-Retreat am Ballermann, oder was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich für Charlene so Hass empfinden kann wie jetzt gerade. Ich bin ein bisschen gerade angeekelt. Was du jetzt gleich siehst, das wird definitiv hart für dich. Ach du Scheiße. Wie der gerade? Natürlich wissen wir alle, was uns bei Temptation erwartet und würden wir es nicht irgendwie unterhaltsam finden, wir würden es uns einfach auch nicht angucken. Aber alles hat eine Grenze. Bei schlimmen Fernsehaufnahmen zusammenbrechen oder wie Angehörige von Jenke sagen, bitte nicht noch ein Botox-Experiment. Mir tut Sarah komplett leid und ich glaube, das kommende Woche, das wird hart. Wir halten zu ihr, oder? Deswegen Abo mit Glocke da lassen. Wenn euch mein Video und natürlich nicht Nikos Verhalten gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Übrigens, die ganze Folge gibt's bei RTL Plus, Link ist in der Beschreibung. Glaubt ihr, Sarah bricht das Ganze ab? Ich bin sehr, sehr auf eure Meinung gespannt. Vergangene Woche dachten alle noch, Adrian wäre hier der Schlimme, weil er sieht sich als Opfer der Verführerin. Und richtig krass, Eva Benetatu pfeift eine Mitarbeiterin von Kampf der Reality Stars so dermaßen zusammen. Es war so unangenehm. Also, dann sehen wir uns gleich hier.